Hallo Freunde der Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 16 und unserer YouTuber Pro Club Liga und zwar mit dem dritten Spieltag. Der ist nun vorbei und ja, wir haben zum Beispiel das erste Mal verloren. Wir gucken auf die Ergebnisse. Wenn ihr an dem Projekt teilnehmen wollt, sage ich nochmal vorab, müsst ihr die PC-Version von FIFA 16 haben und ansonsten schaut euch am besten die Playlist an oder ja, in der Playlist das erste Video oder nee, das zweite. Beschreibt eigentlich, was man da so ein bisschen erfüllen muss, um mitzumachen. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf den Transfermarkt schauen, den zeige ich gleich nochmal ganz kurz. Und ansonsten schreibt unter die Videos, alle beteiligten Teams sind nochmal in der Beschreibung. Und ja, ansonsten legen wir los. Die Ergebnisse, die Zockerlines, die vorher auf Platz 1 waren und das jetzt auch immer noch sind, haben unentschieden gespielt gegen die SV Rock Plays. Also das war schon die erste kleinere Überraschung. Abgezockt hat, endlich gewonnen und das gegen meine Mannschaft, die LP Allstars. Also die kommen jetzt auch langsam wieder. Dadurch jetzt die Zocker Lions zwar immer noch auf Platz 1, aber alles so ein bisschen zusammengerückt. Also wir sind immer noch dahinter, allerdings punktgleich mit abgezockt und somit das Ganze schon mal ziemlich eng. Bisschen abgeschlagener die SV Rock Plays, aber die werden, denke ich mal, auch noch kommen, haben sehr gute Spiele gespielt, also für jemanden, der, oder für eine Mannschaft, die 2 Punkte aus 3 Spielen auf dem Konto erst hat, muss man sich die Spiele echt mal geben, also die Jungs haben da viel rausgeholt, sind zurzeit noch zu zweit, deswegen, da wäre es auf jeden Fall angebracht, wenn ihr sagt, Mensch, ich will da mitmachen und ich kann euch gleich auch mal beweisen, warum das Sinn macht, denn in der Statistik, die gucken wir uns jetzt nämlich auch nochmal an, sind die beiden ziemlich gut aufgestellt, die da mitmachen. Also wir gucken, das sind die ersten 2 Spieltage und der dritte Spieltag, da musste ich schon das Ganze splitten, weil wir hier ein Limit von 10.000 Zeichen haben. Da muss ich nochmal gucken, dass wir es vielleicht ein bisschen hochsetzen, dass das alles nochmal in einen Post reinkommt. Ansonsten seht ihr immer hier oben Überschrift Spieltag 3 und danach geht das weiter bis dahin, bis es zu Ende ist. Und ja, wir gucken rein. Generell habe ich wieder alles grün markiert, was hier extrem hoch ist, nicht was jetzt von der Quote her gut ist, das muss ich mal noch erwähnen. Wir haben nur wenige, die wirklich auch die 3 Spiele alle durchgespielt haben. Liegt daran, dass am Anfang so viele noch nicht mit dabei waren. Mittlerweile sind aber einige dazugekommen, also sind schon eine ganze Menge jetzt, die jetzt mitgemacht haben, zumindest einmal mitgespielt haben. Und ich sehe gerade Jensos Brian, der hat es geschafft, innerhalb von 0 Spielen 4 Sachen hier zu machen. Ich bin... ich habe hier ein bisschen was verhadert. Ich glaube... das sollte, hier sollte die 0 hin und hier die 2. Ach komm, das ändere ich jetzt mal fix. Komm schon. Bevor ich das jetzt hier wieder vergesse. War genau andersrum, aber hier kommt glaube ich die 3 hin. Und hier die 0. So müsste es dann richtig sein. Genau. Denn wenn ich das hier sehe, dann... ja, ist das ganz gut, wenn ich das gleich mitmache. So, dann haben wir die besten Statistiken und zwar die Tore. Also ihr könnt das gerne auch nochmal ein bisschen kontrollieren hier, damit ich nicht irgendwo einen Fehler mache. Manche Sachen ergeben sich einfach, weil es sehr, sehr viele Zahlen sind, aber im Allgemeinen sollte alles stimmen. Die Tore sind am meisten erzielt worden von Dominik Helmke, der auch Stürmer und wirklich ein erfolgreicher Stürmer ist, also sehr, sehr offensiv orientiert und hat diverse Statistiken, die er hier dominiert. Bei den Vorlagen bin ich selber jetzt der Einzige, der vorne ist. Da sind noch ein paar dabei, die hier 2 Vorlagen geschafft haben, aber 3 Vorlagen, da bin ich der Einzige. Und damit auch am weitesten vorne, was die Scorer-Punkte angeht, zusammen mit Markus Marquis, der hier eine ausgewogenere Bilanz hat, 2 Tore, 2 Vorlagen. Ich habe nur 1 Tor und 3 Vorlagen, damit 4 Scorer-Punkte, damit sind wir vorne. Und ja, kommen wir wieder zu Dominik Helmke, der als Stürmer hier wirklich sehr, sehr viele Tore, sehr viele Schüsse versucht hat. Also 11 von 14 Schüssen gingen von ihm auch aufs Tor. Damit ist er, ja, einsame Spitze, allein Torben hier noch in den zweistelligen Bereich gekommen, was die versuchten Schüsse angeht. Der ist, wie gesagt, einer von denen, die bei den SV Rock Plays mitspielen, wo auch noch gut Platz ist. Von daher könnt ihr da mal reinschauen. Torben eigentlich nur ausgeliehen, das heißt, auch der würde dann eventuell wieder bei uns mitspielen. Je nachdem, wie viele von euch sich da mal melden. Und ja, Jensos Brian, der andere Spieler aus der Mannschaft, der momentan wirklich alle Register zieht, also er macht dem Spielmacher hier alle Ehre, hat natürlich dadurch, dass er hier mit Torben allein in der Mannschaft spielt, auch ein bisschen eher die Chance, mehr Ballkontakte zu haben, aber trotzdem doch erstaunlich, was er dann an Pässen an den Mann bringt, also 48 von 55 Pässen an den Mann gebracht, ja,
so viele Pässe hat auch kaum einer versucht. Also Nico Zocker hier und Shuto, meine Wenigkeit, haben noch wenigstens um die 50 versucht, aber nicht annähernd so erfolgreich abgeschlossen hier, wie das der Jensus Brian gemacht hat. Also super Statistik in dem Bereich. Ansonsten Flanken, der also nicht ganz so gut hat. 8 versucht, davon nur 2 erfolgreich. Da haben wir den Markus Marquis, der so als einziger Spieler wirklich, Simon vielleicht noch, regelmäßig zum Flanken kommt und dann auch erfolgreich dabei ist. Also momentan muss man sagen, geht man viel über die Pässe und wenig über Flanken. Vielleicht ist das mal so eine Taktik, die man ein bisschen ausreifen sollte, wo man mal ein bisschen drüber nachdenken könnte. So, ansonsten die Zweikämpfe. Da ist ein bisschen erstaunlich, dass gerade Dominik Helmke als Stürmer hier die meisten Zweikämpfe gewinnt und auch die meisten versucht, zusammen mit Jan Dopoulos und Alex hier, die allerdings nicht annähernd so erfolgreich sind. Ansonsten Jensus Brian auch, was die Dribblings angeht hier, ganz weit vorne, 42 von 53 Versuchten, also auch da eine ziemlich gute Quote. Da gibt es bessere Quoten, aber dadurch, dass er so viele versucht hat, ist das schon ziemlich gut. Ansonsten hat sich bei der Torwartstatistik nichts geändert. Tim hat nicht als Torwart weitergespielt. Ich müsste ja auch nochmal hinzufügen, wie viele Spiele er gespielt hat. Habe ich jetzt wieder verdrängt, das kommt dann demnächst dazu. Solange da noch nur eine Spalte hier ist, kann ich das immer ganz gut machen. Ansonsten die gelben Kartenstatistiken, da haben wir ein bisschen aufgestockt, also da hat jetzt auch jede Mannschaft jemanden hier drinne und sogar jemand schon mit der ersten roten. Adrius hat sich eine rote gefangen bei den abgezockten Jungs, das heißt, er darf im nächsten Spiel dann nicht antreten. Gelbe Karten haben insofern keine Auswirkung, dass man, wenn man 10 davon hat, immer noch nicht raus ist. Kriegt man eine gelb-rote, ist man natürlich auch gesperrt, also das ist noch die einzige Bewandtnis der gelben Karten und natürlich, dass man sie wie so ein bisschen ruppiger, die Jungs, oder spielen halt mit taktischen Fouls, das ist auch nicht unbedingt was Schlechtes. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen was dazu gewonnen. Ansonsten gucke ich nochmal ganz schnell. Ich habe ja gesagt, wir gucken nochmal ganz schnell auf den Transfermarkt. Da ist momentan noch nicht allzu viel los. Das ist ein bisschen, ja, was heißt ärgerlich, aber so ein bisschen würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr los wäre. Der Transfermarkt, da hat jede Mannschaft eigentlich schon gezeigt, was sie denn so suchen. Von daher würde ich mir von euch wünschen, dass ihr, wenn ihr Lust habt, einfach mal auf die Seite geht. Ihr müsst euch nur anmelden auf der Seite, das ist auch nicht weiter schlimm, braucht ihr nur eine E-Mail-Adresse. Kein Mensch wird euch hier mit euren Daten irgendwo verfolgen oder sonst was. Also es wird niemand von uns euch, was weiß ich, privat anschreiben oder sowas, sondern die Daten sind nur deshalb da, damit wir nicht von irgendwelchen fremden Leuten hier irgendwelche Spam-Geschichten kriegen oder sonst was. Also einfach anmelden und dann könnt ihr hier auf dem Transfermarkt tätig werden, könnt suchen. Da bisher als einzige Mannschaft die Rockplays so ein bisschen involviert gewesen, allerdings auch da so ein bisschen unzuverlässige Spieler. Das ist auch so eine Sache, wenn ihr sagt, ihr macht mit, dann wäre es schön, wenn ihr das so wirklich tut. Ansonsten würde ich sagen, schaut euch auf jeden Fall nochmal die Playlist an, schaut euch nochmal die ganzen anderen Kanäle an, die sind alle verlinkt und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shuto.